Immerhin leichte Rüstung verbessert sich. Naja, dann ist unser Streitkörben leer gegangen. Das ist nicht so schön. Für den Wolf reicht's noch. So, muss doch hier. Aber hier waren, meine ich, auch Zweiglinge irgendwo mal gewesen, aber. Na, das ist aber schon zu weit, oder? Ja, das ist zu weit. Wo ist denn jetzt der Wolf? Oh mein Gott. Da wird sich direkt gesehen, ne? Okay, wir fragen nochmal der Schenke nach. Ich. So alt, so müde. Keine andere Lösung. Ja, super. Ach ja, eins mache ich noch in der Aufnahme. Wir werden noch den Quest beenden. Den einen. Dann muss ich kurz das eine Buch wiederholen. Also wie gesagt, beim nächsten Mal setzt es dann ein, wenn ich das Vieh gefunden habe. Ich muss nochmal gucken im Internet oder so, ob es dafür vielleicht irgendeine Lösung gibt. Weil das ist ja jetzt echt ein bisschen buggy und das ist dann doof, wenn ich da die ganze Zeit rumrenne und nichts erreiche. Wo hast du denn die ganzen Bücher? Unterhalb der Schneepflanzen. Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und wenn ich dieses blöde Vieh finde, ey, boah, wird das sterben. Ich. So alt. Ich muss grad, so hier muss ich gucken. Ach ja, hier. Seid grüßt, Colonel Happy. Ihr seht mir nicht wie ein Einheimischer aus. Und auf dem letzten Schiff von Wartenfell habe ich euch wohl auch nicht gesehen. Vielleicht seid ihr ein Söldner? Ich selbst bin hier, um einige Nachforschungen zu tätigen. Wollt ihr nicht mit mir ein Krüglein leeren? Gerne. Nachforschungen. Ja, Nachforschungen über die Falma. Manche nennen sie Schneeelfen, obwohl ich dies als zu stark vereinfacht empfinde. Gemäß der Nordlegende sind die Falma ein scheues Elfvolk, das in kalten, entlegenen Regionen weilt. Üblicherweise werden sie für alles Übel verantwortlich gemacht. Schneestürme, vermisste Kinder, überhaupt alles. Die Einheimischen glauben, diese abscheulichen Rieklinge seien die Falma aus der Legende. Eine einfach absurde Idee. Bitte trinkt noch einen. Die Rieklinge? Die Schneeelfen der Legenden? Einfach absurd, seht ihr? Ich bin überzeugt, dass die Falma tatsächlich einst existierten, vor Jahrhunderten. Sie waren Elfen, so wie die Altma, Dunma und Bosma. Und dann verschwanden sie einfach. Sie gingen in den anderen Elfenvölkern auf und hörten auf, als eigenständige Kultur zu existieren. Höchstwahrscheinlich spielen die Falma für das Erbe der Elfen eine wichtige Rolle, Kalinata Epi. Euer Glas ist ja fast leer. Das Erbe der Elfen. Oh Gott, ist das lang. Ich bin schon seit langem überzeugt, dass mir Atelor, das Blut der Falma, durch die Adern fließt. Ich befinde mich auf Entdeckungsreisen durch meine eigene Persönlichkeit, Kalinata Epi. Ich will wissen, wer ich bin und wo ich herkomme. Ich hoffe, dass ich, wenn ich Beweise finde, für die Existenz der Falma mich selbst und meine Vergangenheit besser verstehen werde. Aber ich bin ein Adliger, kein Abenteurer. Ich brauche einen Forscher, der die eher körperliche Arbeit erledigt. Noch etwas zu trinken? Hört zu, Colonel Epi. Ihr scheint nicht dumm zu sein und ihr habt euch geduldig mein ausschweifendes Gerede angehört. Hättet ihr Interesse daran, mir bei meinen Forschungen zu helfen? Ich brauche jemanden, der für mich einige Nachforschungen und Untersuchungen anstellt. Ich werde euch natürlich bezahlen mit etwas Geld im Voraus. Seid ihr interessiert? Jo, machen wir. Ich will, dass ihr die alten Stätten von solchen Ausdrücken schafft. Hügelgräber, Menhire und solche Sachen. Ihr weiß, dass die Informationen darin verborgen sind. Hier sind 200 Draken für Reisekosten, Ausrüstung und was immer ihr sonst noch braucht. Wenn ihr handfeste Beweise für die Existenz der Falma findet, solltet ihr sie mir bringen.
Erbe der Elfen, auch ein Forscher. Nachforschungen, hä? Können wir dich jetzt vielleicht einfach ansprechen? Colonel Happy, ihr seid zurückgekehrt. Habt ihr auf Solstheim irgendwelche Hinweise auf die Farmer gefunden? Ja, ich fand eine sehr alte Rüstung und ein Speer im Jolgir-Grab. Außerdem fiel mir ein Buch in die Hände. Das heißt, Folgen des Fritzen ist sehr interessant. Der Untergang des Schneeprinzen, sagt ihr? Faszinierend. Zeigt ihr, ja, ja, wunderbar. Bei meinem Fall mal an. Es ist euch gelungen, Colonel Happy. Die Berichte in diesem Buch sind erstaunlich. Von wegen, Rieglinge. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie der Schneeprinz kein Falmer sein könnte. Wunderbar, wunderbar. Ihr macht den Forschern auf der ganzen Welt Ehre, Colonel Happy. Hier sind die versprochenen Draken und habt nochmals Dank. Ja, recht einfach, der Quest. So, jetzt, ich habe noch eine Idee, wie es eventuell funktioniert, dieses blöde Vieh rauszulocken, ey. Was sagt die Ladung? Und unserem Streitkolben? 158, okay, lädt sich nicht so schnell auf. Schade. Haben wir hier oben irgendwie Zimmer? Ja, sowas. Dann rasten wir hier mal 24 Stunden noch. Und dann werden wir nochmal rausgehen, gucken. Es kann sein, dass wir die Area halt kurz verlassen mussten. Damit da vielleicht neue Viecher spawnt oder so. Ich weiß es nicht, aber... Oh, seid gegrüßt. So schlimm wie dieses Mal hatte ich es noch nie mit den Viechern. Also normalerweise habe ich das Vieh dann immer mal irgendwann gefunden, aber jetzt. Heute ist wirklich der Wurm drin. Ich habe gerade die Frau für diesen Zweigling gehalten. Für einen kurzen Moment. Ja, das ist ja mal wieder... Bombe, Spitze, na wie soll ich sagen. Total super, dass dieses Vieh sich so denkt. Och, lass mal nicht blicken lassen. Lass mal lassen. Hier ist es nicht. Hier hinter auch nicht, ne? Nein, dahinter ist es auch nicht. Die Aufnahmesession dauert jetzt auch schon etwas länger und dabei haben wir noch gar nichts geschafft eigentlich. Wir haben keinen Quest, gut, wir haben den Nebenquest erfüllt, aber... Ja gut, Leute, an dieser Stelle sage ich dann mal, wir sehen uns wieder, wenn ich das Vieh gefunden habe. In der nächsten Aufnahmesession dann aber erst. Jetzt mache ich hier erstmal Schluss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, endlich mal wieder Morrowind aufzunehmen. Bisschen schade wegen dem Let's Read, aber wie gesagt, wenn ihr interessante Bücher habt, sagt, Hauptquestbücher werden weiter vorgelesen. Und Specials wird es natürlich aufgeben, aber das nächste Special erst nach Part 200. Oh. Und das wird dann die Wolfskönigin. Von hier aus oben, haben wir einen guten Ausblick. Haben wir noch Levitation? Oh, damals war Moment. Nein, dann war es das auch noch nicht. Ihr habt Glück. Oh ja, super. Ey, dieses blöde Vieh, ne? Ey, wenn ich das gleich finde irgendwo. Na gut, dann war es das jetzt doch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich beende jetzt hier mal den Part auf dem Dach hier oben. Das ist doch cool, oder? Yay, wir stehen auf einem Dach. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, die Zweiglinge sind... Das ist jetzt ein bisschen blöd, der Quest. Der ist aber schon immer so doof gewesen. Oh, ich bin Weihnachtsmann. Ja, das war da wohl nichts. Ist schon immer ein bisschen blöd gewesen, der Quest. Und, ja, ich denke, wir sind nächstes Mal. Wahrscheinlich habe ich dann das letzte Vieh auch schon erledigt beim nächsten Mal. Weil wenn ich es finde, werde ich es wahrscheinlich direkt angreifen und werde dann nicht noch schon direkt die Aufnahme starten. Sehen wir dann. Naja,
Ich hoffe, es hat euch gefallen und damit sag ich Tschüss.